Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 4 ab ins Schneeparadies. In der letzten Folge haben wir ja mit Tina noch eine Runde uns dem Snowboarden gewidmet. Und ja, heute kümmern wir uns mal um unsere kleine Aiko. Die hat's definitiv nötig, würde ich mal sagen. Neben mir wird schon ganz, ganz wehleidig genickt hier. Ja? Hallo. Ja, die tut mir halt voll leid, die kleine Aiko. Und hi, Akai hier. Falls man es noch nicht bemerkt hat, wer schon länger zuguckt, der weiß das, ja? Immer brav neben ihr. Ja. Oder sie neben mir, je nachdem. Link, ihr wisst bestimmt schon auswendig, Infocard und Infobox. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier. Damit wir mal ein Stück kriegen. Gucken wir mal, ob die Frau hier neben mir wieder so verwirrt ist wie in der letzten oder in einer der letzten Folgen. Was für, wofür ist der denn? Der hat doch gar keinen Hunger mehr. Kümmer dich mal um das arme kleine Hundchen. Echt mal. Ja, was ist denn los? Ob der kann sie küssen? Ja, und Essen geben. Ja, na, direkt, direkt und? Essen geben. Da das gibt Essen geben. Cool. Na ja, klar. Ja, bisher ging ja nur Leckerchen geben, weil wir keinen Futternapf dabei haben. Müssen wir uns mal merken. Ob du noch so verpeilt bist. Hallo? Ich habe nämlich wirklich in der Folge mal nachgeguckt und du hattest wirklich gesagt, dass Yui Geburtstag hat, obwohl ich Ina Geburtstag hatte. Ich weiß. Das ist aber schon ein paar Folgen her. Ja. Oh, vielleicht hat er eher was gemacht. Hätte er gerade was in der Hand? Gib der Kleinen was zu essen, komm. Nein! Du gibst ihr dein Sim-Essen. Also ehrlich. Naja, ja, aber okay. Sie isst es ja trotzdem. Aber trotzdem. Fühlt sich wie so ein Abfallhund. Armer Hund. Aber Kleiner muss trotzdem. Intelligente Diskussion. Okay, diskutier mal mit deinem Hund. Das finde ich jetzt geil. Cool. Das möchte ich sehen, was macht bitte. Hina denn? Hina ist gar nicht. Hina macht nichts mehr. Hina bleibt stehen. Gut, der macht seine intelligente. Ach, dann chill hier noch eine Runde. Geh snowboarden. Snowboarde noch ein bisschen. So, zeig uns die intelligente. Intellektuelle. Intellektuelle Diskussion mit deinem Hund. Hundi, was machst du denn? Die ist halt 100 pro. Die ist läufig, ja. Ja, ja. Das heißt, ja, da waren gerade keine männlichen Herzchen. Ja, wir sollten uns vielleicht einen holen. Und dann Hundewelpen zeugen und oh, so. Oh, süße kleine Maus. Wollen wir uns einfach mal einen Hund holen? Einen männlichen noch. Unsere hübsche Kleine. Also ich wäre voll dafür. Ja, vielleicht. Wir können ja mal gucken, ob es einen gibt zum Adoptieren. Ja, aber einen hübschen. Hallo? Abuhubu, und der Hund so, was willst du von mir, Alter? Logikfähigkeit. Okay, und der Hund denkt sich, what? Was will denn der Spinner hier? Der hat doch echt einen Schuss. Oh, die seid nur nicht betroffen. Denkt sich so, oh Gott, Junge. Heb sie hoch. Junge, du hast voll den Schatten, hey. Heb sie hoch. Komm mal her. Ups. Dass dem nicht kalt ist. Ja, also ich würde frieren, aber pff, gönn dir, mein Junge. Die steht da. Ich weiß nicht, was die mit dem Feuerchen hat. Ja, der ist schön warm. Ja. Oh, der kann sogar fragen, was ist los. Komm, mach mal dein Geschäft hier draußen. Der Junge braucht Spaß, dann spiel mit deinem Hund. Hm? Ich würde jetzt... Okay. Ich hätte jetzt gelacht, wenn sie da drunter kackt hätte unter das Podest. Weil er hat halt voll gesehen, dass sie da hingestrollert hat. Ja, ich hätte jetzt gelacht, wenn die da unter das Podest geschissen hätte. Die ist so weit geflogen, die Wurst. Das war eine Rakete und läuft einfach mal durch. Der Haufen ist aber weit geflogen, mein lieber Haro, räum mal auf. Oh, ist das ja, schön. Froh, dass es keine Bumerang-Kacke ist, die würde wieder zurück in die Hintern fliegen. Nur ein überordentlicher Freak würde versuchen, eine Pfütze auf natürlichem Boden aufzuwischen und Haro hat gerade ein Problem. Haro gelitscht. Haro kommt nicht an die Haro, Kacke ran. Haro, mach bitte die Kacke weg. Jui, zieh dir was an. Was hat er denn? Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Hat Tierhaufen weggewischt.
Mein Tierhaube. Pfui, warum ist das so warm und weich? Ist das gut? Oh, schön. Was macht Hundi jetzt? Ui. Na? Man weiß es nicht. Ui. Hund. Stopp. Du bist so schnell. Die Kamera kommt nicht mit. Die Kamera ist voll laut. Oh mein Gott, ist das cool. Halt. Speedygon Aiko oder was? Aiko, stopp. Halt, stopp. Oh, Aiko. Ich will doch. Halt, stopp. So, jetzt, nein. Die Folge heißt dann ab jetzt Halt, stopp. Aiko rennt langsamer. Ach Gott, ist das gut. Oh Gott. Ah, oh, bürste dein Hund mal. Ups. Jetzt habe ich auf den Po geklickt. Ach, oh, Entschuldigung. Guck mal, der kann den Hund küssen. Das ist sexuelle Belästigung. Mach mal. Das ist sexuelle Belästigung. Nein. Darfst du den Hund nicht einfach am Po fassen? Oh Gott. Outfit ändern. Ja, wir haben leider keins. Was? Nee, wir haben nur das, die, damit spazieren gehen kann er ja mal mit ihr. Was ist los? Ich habe dieses Geräusch gehört, was da, boah, platsch. Der hat die Adaption noch abgebrochen. Ja, weil Aiko jetzt pennt. Noch toll. Aiko sagt, ich geh pennen. Ja, aber, oh, Hina ist böse. Jetzt steht er da dumm rum. Kein... Oh, ich habe gerade was, Huhu. Hast du auch das Huhu ja. gehört? Ja. Kümmer dich mal lieber um deine kleinen Hina, die ist nämlich böse. Ja, ich suche dem gerade nur... Was ist denn jetzt? Was war das denn gerade? Geht aufs Klo. Geht aufs Klo und so, aha, ich habe eine Idee. Oh, liebe Güte, Hina. Hast du sie falsch benannt? Hätte sie eher Vicky heißen müssen. Oh nein. Hab eine Idee. Hab Aua, Hina wurde bei einer Tätigkeit leicht verletzt. Wo ist Mama? Ja, dann ab zu Mama. Bumm. Hat's platsch gemacht. Wo ist Mama? Mama, ich hab ein Aua. Armes Kind. Ja, dann geh zu Mama und sag, du hast ein Aua. Über Probleme beschweren, tu ja. das. Ja. Mama, ich halt. Hab Aua, ich hab mich... Stopp. Alter, die oh. eine Murmel bekommen. Oh. Ja, mach mal. Über Frost treten. Kann mir bitten, über ich Baby wünschen dürfen. Aber erstmal. Und dann sollte sie auch noch mal irgendwann was. Über essen. Die Probleme beschweren. Oh. Hallo? Das jetzt war eine ungünstige jetzt Ansicht. Jetzt kommt sie gerade rein. Ich wollte ihr doch gerade noch auftragen, was zu essen. Jetzt ist sie glücklich wieder. Okay, das Aua ist weg. Hm. Oh. Oh. Oh, zu spät. Vielleicht Bauchstreich. Jetzt! Oh. Die Schwester. Hallo? Wir haben noch nicht festgelegt, was ist los. Hina ist die Schwester. So. Ich dachte, du redest jetzt vom Baby. Nein, ich rede von Hina. Ja, wir haben noch nicht festgelegt, was das wird. Hina ist die Schwester. Achtung, gleich haben wir jemanden in der Fresse. Hallo? Hallo? Funktioniert das? Huch! Was ist das? Das ist noch eine Wand. Hallo? Ja. Hallo? Oh, das sind die Augen. Okay, das wird nichts. Wir nehmen die Wand wieder weg. Ja, ist ja auch okay so. Jo. Na dann. Oh, wie sie sich freut. Na ja, klar. Ja, isst dein Kuchen. Mama kann... Oha, beide sind kokett. Kommt da jetzt noch ein Kind? Hallo? Das geht nicht. Die hat gerade erst eins im Bauch. Die hat erst schon Braten in der Röhre. Ja. Was? Jemand um eine Zeichnung hinter... Oder was meintest du? Nein, weil beide gleichzeitig aufgestanden sind, obwohl ja. Jui sich was zu essen gemacht hat. Jui isst. Da ist immer noch Kuchen übrig. Iss, Jui, bitte. Ist immer noch Kuchen übrig? Ja. Was macht der Vater? Mama, ich habe eine Frage. Ja, Papa guckt Fernsehen. Ja, nein, der stellt sich in die Schlange für die leichte Abfahrt. Ja, dann mach mal, Vater. Wenn es okay. dir Spaß bringt, gönn dir.
Die hat halt voll die helle Stimme. Yips, Sharuna. Yips. Yips, Sharuna. Was? Alter, das ist dein Kittbädel. Oh, Haru ist angespannt. Nicht aufstehen, Hina. Aber sie räumt wenigstens ihre Ja, Schöne. Dieses Mädchen ist einfach so toll, dieses Kind. Also bitte. Nicht so wie die Eltern. Mhm. Die einzig Normale hier in der Familie. Ja, die hat Und sie kann ja mal ein bisschen mit Aiko spielen. Das hat sie auch ewig nicht mehr gemacht. Ja. Mal was Neues beibringen. Und der baut halt nicht rumrennen, Hund. Shithop. Spielen. Ja. Geh mit deinem kleinen Hundi spielen. Oh, Haru, ich fährt jetzt Snowboard, okay. Hat sich eins geliehen. Aber es ist nicht besonders hochwertig. Ja, der hat sich halt eins geliehen. Haru? Haru? Haru, ich seh dich nicht. Oh mein, der fährt die große Abfahrt runter. Ach, du Heilige. Haru, wer hat dir das erlaubt? Das ist die große Abfahrt. Haru, du bist doch so dämlich. Also... Ja, Haru, und du wunderst dich. Also, Yui hätte das Hina hätte das gekonnt. Die ist mittlerweile schon halb Profi da drin. Ja. Ja, die spielen miteinander. Kannst ja generell mal ein bisschen mehr Interaktion mit ihr und dem Hund machen. Die zwei sind auch beste Freunde, sind zusammen aufgewachsen. Auch wenn damals die Aiko älter geworden ist, ohne dass sie mitgekommen haben. Ja. So, dann machen wir apportieren. Das muss mit einem Ball. Oder streicheln. Streicheln. Schon Kann wieder. Die auch küssen? Nee. Wir müssen sie aber füttern. Wir müssen sie erstmal füttern, die arme Wutz. Geht nicht mit. Ich glaube, das geht nicht mit. Doch, Leckchen gibt's. Ja. Und dann gab's, was gab's da jetzt noch gerade? Kennenlernen. Ja. Ich geb dir Leckerli. Oh. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Ja. Herzchen. Nochmal Training. Nochmal der was beibringen, so ein bisschen. Platz. Ja, okay. Boah, Mädchen, ist das nicht ein bisschen frisch? Ja doch, hier. Das ist doch das gleiche Outfit, was ich auch zum Snowboarden hatte. Ja, ja, aber weil die sich gerade so auf den Boden gekniet hat. Konash. Konash. Herr Hund, hä? Was willst du? Fesch. Was? Oh, ich hab geguckt, hä? Hä? Kopf schief gelegt. Oh. Das ist voll niedlich. Warum machst du das eigentlich immer? Hm? Dass du dann auf einen anderen Sim noch klickst. Damit ich für die Screenshots, wenn wir die für Thumbnails nehmen wollen, dass wir da den Diamanten nicht drin haben im Bild. Ah, okay. Das sieht einfach hübscher aus. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, ja. Muss ich sagen. Also auch für euch als Tipp, wenn ihr den weghaben wollt, klickt einfach auf einen anderen Sim drauf, der nicht im Bild ist. Auf jeden Fall können wir noch ein bisschen was mit dem Hund machen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen uns eh mehr mit dem Hund beschäftigen. Na dann. Was schickst du dir, Patu? Was macht der jetzt? Er fährt jetzt Schlitten. Ach, ist der gut. Na, da Spaß bei. Konash. Hundi Konash. Hast du gehört? Stable Konash. Die kennt. Ja, sollte mal machen. Der hat nicht mal Spaß. Was ist los mit ihm? Gute Frage. Ja, wir haben noch 2 Tage Urlaub. Ja. Also einen Tag, glaube ich, eigentlich nur noch. Was haben wir hier? Oh, morgen ist ein Talentwettbewerb. Aber da sind wir und beschäftigt. Und übermorgen auch. Ja, da haben wir Arbeit und Schule. Ja. Alle zusammen. Aber am Samstag nicht. Nee. Das ist sehr cool. Und was ist am Sonntag? Eines die Starlight-Verleihung. Aber da ist Yui beschäftigt. Naja. Und das ist Montag, da haben wir fast jeden Tag was hier. Tag. Yay, da gibt's Schnäppsche. Alle 3 sind wieder arbeiten, bitte in der Schule.
Oh, vor allem ist ihm aufgefallen, in 4 Tagen ist der Herbst zu Ende. Ja. Dann ist es offiziell Winter bei uns. Ja. Aber bis Weihnachten dauert es noch ein bisschen. Was haben wir hier denn alles an Geburtstagen? Hm? Ja, ich meinte, dann dauert es noch eine Weile, bis Weihnachten im Spiel ist. Hä? Das ist schon wieder ein Geburtstag von Hina? Da wird es wahrscheinlich dann zum Teenie. Oha, und danach kommt der Geburtstag von Haru. Dann wird er zum Erwachsenen. Ja. Und 5 Tage später Yui. Ja. Und wo kommt dann... Die Geburt sieht man noch nicht, oder? Nee. Und da ist Erntefest. Einstellen, oder wie ist das mit der Geburt? Kommt das dann irgendwie per Zufall, oder kann man da echt wirklich sagen, okay, jetzt möchte ich das Kind haben? Nee, das ist zufällig. Also nicht zufällig, sondern hat einen bestimmten Zeitraum halt. Okay. Ich kenn mich da warum nicht so ist gut es aus. Winterfest im Sommer? Und. Also ich glaube, wir müssen hier gerade mal ein bisschen. Silvester Kalender. Ist einfach mal am letzten Sommertag. Okay. Hier ist was falsch, meine Freunde. Ja, das ist nicht Silvester. Nee, aber so gar nicht. Das ist das Deko-Thema dann halt, ja, aber... Wir müssen das... Silvester müssen wir in den Winter. Das würde ich sagen an Juis Geburtstag. Ist der letzte Tag im Winter. Eigentlich müsstest du es davor noch setzen. Ja, Da ist alles verschoben. Guck mal, da ist Thanksgiving. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen seltsam hier. Aber das können wir ja in einer der nächsten Folgen mal anpassen. Ja, gut. Oder offscreen passen wir das mal an. Oder offscreen passen wir das mal in Ruhe an. Ja, genau. An, ich glaube, dann machen wir das jetzt offscreen gleich. Genau. So. Haro bräuchte auch dringend mal einen Spaß. Ich weiß nicht, was er tun kann, um Spaß zu haben. Wir haben hier ja nicht mal... Der fährt doch Snowboard und alles, dass es ihm keinen Spaß macht. Tja. Aber wie wär's, Haro, wenn du dich mal auf... Upsala. Hier vor den Kamin chillst. So ganz gediegen. Hinhocken. Ein bisschen am Handy zocken. Ja, ein bisschen am Handy spielen. So Unterhaltung, Spiel spielen. Und die kleine Hina, die kann ja noch ein bisschen mit der Iko trainieren. Ja. Oh, da kriegt sie auch mehr Erfahrung. Verantwortung. Oh, noch einen Tag. Und Tiertraining. Urlaub ist nur noch. Ja, sie kann Platz jetzt, die Kleine. Na dann. Also der Hund, nicht das Kind. Ah, kriegt ein Leckerli dafür. Feine Iko. Aber ich würde sagen, wenn der Urlaub dann auch vorbei ist, dann gucken wir, dass wir noch vielleicht noch einen zweiten Hund adoptieren können. Ja. Männlichen, dass dann Naiko auch ihre Bedürfnisse so ein bisschen... Oh, die kriegt ja dann auch so einen Kollabauch. Ich hatte noch nie Welpen tatsächlich. Ja, dann können wir ja gleich mal ein paar machen dann. Ja, kann man mal gucken, ob man es hinkriegt. Erstmal geht die Kleine jetzt auf die Toilette. Oh, der Hund so. Eine Eule. Was macht der Papi? Der zockt. Ist kokett. Ich will gar nicht wissen, was der Typ schon wieder spielt. Irgendwelche perversen Spiele hier. Sieht mir mal eher nach Tetris aus oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, aber er scheint ein bisschen verferkelt zu sein hier. Verferkelt? Ja, also bitte, guck mal, wenn der kokett ist beim Zocken. Aber er denkt auch an Yui. Oh. Dieser Blick ist gut. Der ist saugut. Aber Haru... Haru, so, Haru, deine Frau ist schwanger. Was hast du denn gespielt, bitte? Das frage ich mich auch, was der Typ gezockt hat. Aha! Junge, Und da düst der Hund wieder durch die Gegend. Was machst du jetzt? In Büchern blättern, ja. Was für Bücher blättert der wohl? Ja, wenn er kokett ist, ich will es nicht wissen, ey. Das sind bestimmt gar keine Bücher, das sind Zeitschriften oder so. Ja, die hat er heimlich mitgeschmuggelt. Was macht die Kleine jetzt? Will mit dem Haar... Oi. Sie will Papa plaudern und der... Nicht, dass du ihn bei was Komischem erwischt, Mäuschen. Wie dreckig die gelacht hat gerade. Als ob sie uns verstanden hätte. Nee, die will aber nicht mehr mit Papa plaudern, nachdem sie das gehört hat von dir. Nee, hat sich gar nicht gedacht, so, oh nee, bitte doch jetzt. Nicht. Denkt jetzt an Papa. Das wollen wir sehen. Und? Erwischst du ihn bei irgendeinem... Guck mal, wie viele Bücher hier rumfliegen einfach. Das liegt daran, dass die alle nicht in der Lage sind, aufzuräumen. Ich rede mit dem Alpaka.
Es ist schlimm, die sind alle nicht in der Lage aufzuräumen. Wie er guckt. So gefühlt. Und sie hat die Augen zu. Ja, er hat irgendwie einen komischen Blick drauf gerade. Hey. Das ist auch mal klar, ihr habt sogar losgehängt. Das ist aber gut süß. Aus. Ein schönes Familienbild am Tisch. So, und damit würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir gucken mal, es ist jetzt nicht gar nicht so viel passiert, leider. Nö. Wir schauen jetzt, dass wir offscreen noch schnell die Feiertage anpassen, weil das kann es ja nicht sein, dass das so verschoben ist hier. Nee, auf gar keinen Ganz Fall. Komisch. Ja. Dann hoffe ich, es hat euch trotzdem Spaß gemacht, auch wenn jetzt nicht so viel passiert ist, aber es war schon ein bisschen lustig teilweise, oder? Oder nicht? Ja. Definitiv. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da und auch gerne ein Abo und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag oder auch ein schönes Wochenende und einen schönen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ja, möchtest du noch was sagen? Vielleicht auch noch was wünschen? Ich fand den fliegenden Kakao am lustigsten. Ja, der war gut. Ja. Ja, ich wünsche euch natürlich das Gleiche. Und falls ihr Lust habt, schaut doch auch gerne mal bei mir vorbei. Ach ja, genau. Und wir hoffen natürlich, ihr hattet schöne Feiertage. Ja. Heute ist ja noch der zweite Weihnachtsfeiertag. Und ja, dann hoffen wir mal, ihr habt noch eine schöne Restwoche und einen schönen restlichen Weihnachtsfeiertag. Ja. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.